alle zusammen. Heute zeige ich euch meine liebsten Fair Fashion Teile und meine Lifestyle Favoriten. Ich dachte, ein Teil reicht nicht, ich zeige euch auch nochmal andere Bereiche von Dingen, die mich persönlich sehr begeistert haben. Ich habe ja schon sehr lange meine Favoriten nicht mehr vorgestellt und vielleicht ist es für den einen oder anderen eine Inspiration. Ich kaufe schon seit ein paar Jahren immer hier mal da Fair Fashion. Ich versuche immer Fair Fashion zu kaufen. Und mir ist natürlich auch klar, nicht jeder kann sich das leisten. Und auch ich weiß natürlich, dass die Sachen oft sehr teuer sind. Und versuche daher einfach wenig zu kaufen. Und wenn ich mir was kaufe, dann mal einen Mantel oder mal einen Pullover. Aber ich finde, manche Sachen sind auch wirklich bezahlbar. Auch gerade die ich euch jetzt zeigen werde, sind natürlich jetzt nicht super günstig. Aber so, dass man sich vielleicht einmal im Jahr sagt, ich kaufe mir jetzt einmal ein paar Schuhe, die ziehe ich richtig oft an. Oder ich kaufe mir jetzt einmal eine Handtasche, die ich hochwertig finde. Und ihr habt auch immer die Möglichkeit, Secondhand zu kaufen. Und ich sage immer, wenn man mal irgendwie ausrutscht und ein Fast-Fashion-Teil kauft, das passiert jedem sicherlich mal. Das ist auch mir schon passiert. Ich will mich da überhaupt nicht als die Mutter Therese der Fair Fashion hinstellen. Aber ich finde, wenn man das Bewusstsein hat und weiß, was hinter den Sachen steckt, möchte man das halt immer weniger kaufen. Und ich weiß auch, dass das natürlich total viel Zeit und Arbeit erfordert, in allen Bereichen zum Beispiel, so wie Unterwäsche oder Socken, immer Fair Fashion zu kaufen. Aber ich finde, wenn man schon seinen Konsum einschränkt und wirklich sich auf ein paar Basics besinnt und sagt, ich kaufe jetzt nicht jeden Monat bei Zara und H&M und Co. ein, dann macht man schon viel. Und ich zeige euch einfach heute meine Favoriten. Ich fange mal mit einem Pullover an, den ich relativ neu habe, aber den ich total mag und wo ich auch finde, dass es ein absolutes Basic ist. Und zwar ist es von Mirka Studios. Die Marke kennt ihr vielleicht. Dieser beige Pullover, den hat die Melli von Daria Daria auch schon richtig oft gezeigt. Und der Pullover wurde jetzt sogar nach ihr benannt. Und ich habe mir auch den gekauft. Ich habe mir den auch gekauft, weil ich den bei ihr super oft gesehen habe und dachte, so ein schöner Pullover. Und ich kenne halt die Mädels eben auch. Und ja, der ist super bequem, fühlt sich total hochwertig und weich an. Ich habe ihn jetzt in Größe S. Und der sitzt relativ locker trotzdem und ja, ich kann ihn euch echt empfehlen. Also ich finde, das ist ein Pullover, der sieht schick aus. Da ist man immer gut angezogen, ob ihr jetzt irgendwie in die Uni geht, ins Büro geht. Es macht irgendwie immer was her und sieht es irgendwie gar nicht nach Ökolappen oder so aus. Und ja, das ist zum Beispiel ein Pulli, den ich super gerne getragen habe. Und die Marke hat generell super schöne Teile. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ich verlinke es euch in der Infobox. Meine absoluten veganen Lieblingsschuhe, die ich zufällig auf einer Fair Fashion Modemesse entdeckt habe. Das war, glaube ich, vor 2 Jahren. Da bin ich an dem Label vorbei und dachte, oh cool, aus Portugal. Und portugiesische Sachen sprechen mich immer sehr an, weil ich mal in Portugal gelebt habe und damit auch immer irgendwie sowas verbinde, weil ich das Land irgendwie kenne. Und dann dachte ich so, ach cool, die machen ja vegane Schuhe. Und da habe ich mich in ein paar Schuhe verliebt, die zeige ich euch jetzt. Und zwar sind es diese hier. Ich hoffe, sie sind jetzt nicht zu dreckig. Ich ziehe die einfach wirklich jeden Tag an. Und das sind Schuhe, Schnürstiefel von Nae Vegan Shoes. Also die Schuhe sind vegan und aus nachhaltigen Materialien. Ich trage die wirklich jeden Tag. Es sind die bequemsten Schnürstiefel, die ich hier besessen habe. Also ich musste sie überhaupt nicht einlaufen. Ich habe in den Schuhen eine normale 38. Sie kosten 130 Euro. Und ich liebe sie so sehr, dass ich sie mir jetzt sogar nochmal in schwarz bestellt habe. Weil ich festgestellt habe, ihr kennt ja vielleicht die veganen Doc Martens. Die habe ich mir gekauft und ziehe ich überhaupt nicht an. Also falls sie irgendjemand abkaufen will, die sind nagelneu und stehen bei mir rum, dann schreibt mir gern auch bei Instagram eine Direct Message. Da heiße ich Thalisa Minusch. Die sind super unbequem, die Doc Martens. Und jetzt gerade für den Herbst, Winter wollte ich eben auch nochmal schwarze Stiefel. Und zurück zu den Nae Vegan Shoes. Die sind wirklich eine top, top, top Qualität. Ich muss es wirklich sagen. Sie sind unfassbar bequem. Ich war jetzt im Urlaub in New York und hatte die wirklich jeden Tag an. Und ich bin fast jeden Tag über 10 Kilometer gelaufen damit. Und ich hatte am Ende des Tages überhaupt keine Fußschmerzen. Also ein Hoch auf diese Schuhe. Wie gesagt, deswegen habe ich sie mir jetzt auch nochmal bestellt. Ich kann sie nur jedem ans Herz legen. Wer nachhaltige, faire, vegane Schuhe sucht, ihr müsst euch diese Schuhe bestellen. Das ist auch nicht gesponsert oder so. Ich schwöre euch, diese Schuhe sind einfach Hammer. Eine Tasche, die ich auch rauf und runter getragen habe, war dieses Modell hier von Matinette. Die ist jetzt echt schon auch so ein bisschen benutzt. Man sieht hier oben schon so ein paar Striemen. Und auch bei Handtaschen finde ich es ehrlich gesagt gar nicht so leicht, schöne vegane zu finden. Da finde ich am schönsten die von Matinette. Wenn ihr noch andere Labels wisst, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Matinette hat einfach eine sehr, sehr große Auswahl. Sind natürlich nicht ganz billig. Also ich glaube, die Tasche kostet auch fast 100 Euro.
Ja, aber ich finde, man hat wirklich viel davon. Ich finde, viele Leute, die mich auf die Tasche auch draußen ansprechen, sehen gar nicht, dass das zum Beispiel Kunstleder ist. Das können ganz, ganz viele gar nicht fassen. Die ist übrigens aus recycelten Plastikflaschen gemacht. Auch noch so ein Bonus, finde ich. Ich habe ganz, ganz viele Taschen von Mad Net und bin total zufrieden. Ich habe die, glaube ich, auch schon in vielen Videos gezeigt. Ich habe die auch schon... Ich habe dieses Modell, glaube ich, auch schon in vielen Videos gezeigt. Ich habe die jetzt schon, glaube ich, 2 Jahre und habe die auch noch mal in schwarz, wo aber leider der Reißverschluss kaputt gegangen ist, was ich aber glaube, was definitiv an mir lag, weil ich mache die Taschen leider immer viel zu voll. Genau, das ist meine Schuld, die muss ich jetzt bald mal zur Reparatur bringen. Lange Rede, kurzer Sinn, wie immer. Ich empfehle euch die Taschen. Wenn ihr noch vegane Taschenempfehlungen habt, lasst es mich wissen. Ich persönlich mag immer sehr gerne zeitlose, elegante Taschen. Und das ist im fairen Bereich nochmal viel schwieriger. Wie gesagt, das Modell habe ich rauf und runter getragen und empfehle ich euch. Ein anderes Label, was ich euch auch noch empfehlen kann, ist Grüne Erde. Da habe ich zum Beispiel meine ganzen Basic-Shirts. Ja, wenn ihr wollt, dass ich so einen Fair-Fashion-Guide mache, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Auch mit Online-Shops, dann mache ich das gerne mal. Wie gesagt, ich bin auch dabei, total auszumisten und meine Garderobe komplett auf relativ minimalistisch für meine Verhältnisse. Ich muss auch sagen, ich bin absolut kein Minimalist, also das weiß ich auch. Ich mag einfach Sachen viel zu gerne und häufe auch jetzt nicht unmäßig Sachen an. Ich bin jetzt gerade auch umgezogen und versuche mich von allen möglichen Altlasten und Kram, den man hat, komplett zu befreien. Das ist ein super schönes, befreiendes Gefühl, aber ich werde jetzt niemals krass minimalistisch leben. Dafür mag ich viel zu sehr gemütliche, kuschelige Sachen und ja. Dann auch schon lange nicht mehr empfohlen, eine Serie, die mich sehr begeistert hat und wann habe ich den angefangen? Aber wenn ich an eine Serie denke, die mich in letzter Zeit sehr, sehr begeistert hat, dann würde ich sagen, es ist Marvelous Mrs. Maisel. Das ist eine Comedy-Serie mit einer weiblichen Hauptrolle und die liebe ich total. Die ist A, super lustig, B, spielt sie so in den 50ern, sagen wir mal Ende 50er, ich glaube sogar in die 60er rein. Und es geht um Feminismus, es geht um Stand-Up-Comedy, um Humor. Und ganz, ganz viele coole Themen, die mich privat sehr, sehr interessieren. Und das ist eine der bestgeschriebenen, lustigsten Serien der letzten Zeit, wie ich finde. Also wenn ihr auf sowas steht, müsst ihr euch anschauen, könnt ihr bei Amazon Prime gucken. Schreibt mir gerne eure Favoriten, eure liebsten Serien, alles, was ihr mögt, was ihr mir empfehlen könnt, in die Kommentare. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!